Inside Markets kommt jeden Freitag, aber der heutige Gast bei Inside Markets, das ist schon etwas Besonderes, nämlich Florian Homm. Und dieses Interview, das Inside Markets hier mit Florian Homm führt, das hat es durchaus in sich, denn es ist ungemein persönlich. Da wird etwa nach dem Christsein von Florian Homm gefragt. Wir wissen ja, dass der ehemalige Hedgefondsmanager durchaus eine etwas problematische Vergangenheit hat. Und da wird auch direkt die Frage gestellt, ja, ist dieses Christsein nicht nur vielleicht ein Vorwand, um sich so ein bisschen reinzuwaschen von diesen ganzen Vorwürfen? Das sind Dinge, die schon direkt ins Mark gehen. Dann auch die Frage nach seiner Krankheit. Sie wissen vielleicht, Florian Homm ist an MS erkrankt. Aber es geht eben nicht nur um sehr, sehr Persönliches bei Florian Homm, sondern es geht auch um die Märkte, wie man am Aktienmarkt agieren sollte, was mit Gold der Fall ist, wo Risiken, wo Chancen sind, all das sagte Florian Homm in einem wirklich sehr, sehr beeindruckenden Interview, wie ich finde, sehr persönlich. Ich selbst habe mit Homm vor einigen Monaten mal ein sehr, sehr langes Telefonat geführt anlässlich eines Interviews und es war wirklich von großer Substanz, wie man es selten hat, wenn man mit Leuten spricht. Da ist keine Leerstelle, da ist nichts, was überflüssig wäre. Also schauen Sie da mal rein. Ich wünsche jetzt jedenfalls schon mal ein schönes Wochenende und das Allerbeste Ihnen. Bis dann. Ciao.